Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Dem letzten schon gelesen oder subt es noch in diesem Jahr. Ja, wir werfen einen Blick zurück auf die Neuzugänge Dezember 2018. Und das bedeutet, dass wir wieder ein Jahr sozusagen abhaken können. Ich glaube, ich mache das ja tatsächlich schon fast 2 Jahre und freue mich auch in 2020 einen Rückblick auf 2019 zu nehmen. Laut meiner Statistik sind letztes Jahr im Dezember tatsächlich nur 9 Bücher mal mir eingezogen. Ich war ganz verwundert. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass Weihnachtsgutscheine in der Regel dann erst im Januar zusammen mit den Geburtstagsgutscheinen eingelöst wird. Also könnte ich mir vorstellen, dass im Januar dann doch ein paar mehr Neuzugänge da waren, ohne jetzt irgendwie in die Statistik geschaut zu haben. Ich habe im letzten Video 1-2 Kommentare bekommen, dass ich so unfassbar schnell gesprochen habe. Zum einen liegt es natürlich daran, dass ich grundsätzlich jemand bin, der vergleichsweise irgendwie schnell spricht. Zum anderen ist es ja tatsächlich so, dass ich mir das Video ja parallel in doppelter Geschwindigkeit angesehen habe und da natürlich immer so einen gewissen Druck verspüre, schnell zu reden, damit ich meine Gedanken zu dem Buch eben auch in der Zeit, wo es in doppelter Geschwindigkeit im Grunde abläuft, loszuwerden. Ich habe jetzt aber die Geschwindigkeitskurve ein bisschen nach unten gesetzt und hoffe, dass es uns gemeinsam ein bisschen mehr entspannt, wenn so der Druck der Geschwindigkeit, sage ich mal sozusagen, rausgenommen ist. Und so falls euch wundert, das Video, was ich jetzt einblende, was wir uns zusammen ansehen, läuft jetzt ein bisschen langsamer als sonst und ich hoffe, dass sich das auch auf meine Sprachkunst sozusagen ausdrückt und ich da auch ein bisschen entspannter jetzt sein kann. Und wir schauen uns jetzt einfach mal gemeinsam die Neuzugänge aus dem letzten Jahr an. Ich bin mega gespannt und total neugierig, welchen Schnitt ich am Ende dann schon habe und wünsche uns jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, da ist die Steffi ja aus dem letzten Jahr perfekt angepasst in ihrem Pulli zur Monstera, einer meiner Lieblingspflanzen. Ja, das erste Buch ist Feuer und Blut von Georgia R. Martin. Das ist bei mir, glaube ich, sogar in zweifacher Form eingezogen. Einmal als E-Book und dann noch als Hörbuch. Ich bin allerdings mit beiden nicht sehr gut zurechtgekommen. Ich habe das Lesen angefangen, fand es unfassbar langatmig, langweilig und es ist ja im Grunde die Vorgeschichte irgendwie zu Game of Thrones. Es erzählt die Geschichte der Targaryens von Anbeginn ihrer Zeit und es ist halt wirklich in dem Sinne kein Roman, keine Geschichte, sondern es ist im Grunde wie ein Geschichtsbuch aufgebaut mit Daten, Fakten, ein paar Zusammenhängen. Also es war nicht so richtig rund geschrieben, aber ich habe es dann, glaube ich, letzten Endes abgebrochen. Ja, die Ballade von Max und Amelie von David Zaphir hatte ich bei Lovely Books gewonnen, war ein neues Buch von David Zaphir, von dem gab es ja schon Bücher, die ich wirklich heiß und innig geliebt habe, unter anderem auch Mises Karma. Bei Die Ballade von Max und Amelie war es mir aber, also gelesen bzw. gehört, war ja auch ein Hörbuch, war mir aber zu traurig, zu schlimm, zu depressiv, zu runterziehend. Ich habe dieses Leid der zwei streunenden Hunden nicht ertragen. Also was die über sich haben ergehen lassen müssen, mit welchen Gedanken die das getan haben. Und ja, natürlich muss man sagen, haben streunende Hunde nicht einfach. Und es gibt auch genügend Menschen, die es nicht leicht auf der Welt haben. Für mich war es nichts. Also ich weiß gar nicht, ob ich bis zur Hälfte gekommen bin. Hatte dann, da es ja eine Hörrunde war, bei Lovely Books auch gefragt und gesagt, hey, ich ertrage diesen Schmerz einfach nicht und ich kann mit Schmerz, wenn es um Tiere geht, um Kinder geht, ich kann da nicht viel anfangen. Und es hat mich unfassbar runtergezogen. Also ich bin dann wirklich mit so einem ganz flauen Gefühl jeden Tag aufs Neue in dieses Hörbuch reingegangen und dachte irgendwann, ach, das geht einfach nicht. Ich war hier von David Zaphir auch sprachlich ein bisschen enttäuscht. Mal sehen, ob es das nächste Buch irgendwie wird. Wir sind Götter von Dennis E. Taylor. Ach, was soll ich sagen, eine Reihe, die mir im letzten Jahr unfassbar gut gefallen hat. Es begann ja mit Ich bin viele, das ist ja die Bobby Verse-Reihe und ich habe sehnlichst hier auf jede Fortsetzung gewartet. Ich habe diese ganze humorvolle Science-Fiction-Geschichte absolut gefeiert. Ich glaube, der letzte Teil, der dann ein paar Jahre später spielt, hat nicht mehr ganz so mich fasziniert, wie es noch Teil 1 und 2, in diesem Fall müsste Wir sind Götter ja der zweite Teil gewesen sein. Ich habe die Reihe geliebt. Wir haben ja hier wirklich einen Menschen, der sein Hirn bzw. seinen Input sozusagen dann in eine künstliche Intelligenz umwandeln möchte. Das geht viel schneller, als er denkt. Findet sich dann eben in einem Raumschiff wieder
Und sein Gehirn, sein Wissen ist da im Grunde reingekommen und wir nennen ihn jetzt liebevoll Bob, denn das ergibt dann auch Sinn zu der Bobbyverse-Reihe und er erkundet dann eben für die Welt, im Grunde den Weltraum und er klont sich und ach, sind grandiose Gespräche, einfach super. Hammerreihe, hat mir gut gefallen. Eine wundersame Weihnachtsreise von Corinna Boman ist gerade am Lesen. Das habe ich letztes Jahr von meinem Wichtelpartner sozusagen geschenkt bekommen. Zum einen hat er mitbekommen, dass mir die Frauen vom Löwenhof-Reihe letztes Jahr so gut gefallen hat von Corinna Boman und er hat dieses Buch dann irgendwo, ja, es ist auf jeden Fall ein Mängelexemplar, was auch okay ist, weil unsere Wichtelgrenze, ich glaube, bei 5-6 Euro letztes Jahr lag und von daher hat das absolut für mich gepasst. Lese ich jetzt aktuell mit der lieben Becky, also ich zähle es jetzt einfach mal als gelesen, weil bis ihr wahrscheinlich dann das Video seht, ist es dann auch schon gelesen und eine Weihnachtsgeschichte und ich finde, dass Corinna Boman ja einen sehr angenehmen Schreibstil hat und auch was ich bisher gelesen habe, was noch nicht ganz so viel ist in diesem Buch, gefällt mir aber sehr gut und hier ist es schön von Annika Scheffeln, habe ich ebenfalls vom Wichteln bekommen, das war dann eine andere Wichtelgruppe und da hat jemand tatsächlich meine Lovely Books Leserunde, meine Lesewünsche, Wunschliste sich angesehen und da dieses Buch entdeckt, soweit ich mich erinnere, ich habe es tatsächlich nicht gelesen, also es ist das erste Buch, was ich noch nicht gelesen habe, ist das ja eine Dystopie und das klingt erstmal relativ unaufgeregt, zumindest was man so im Klappentext liest, aber die Rezensionen haben mich damals so beeindruckt und gefesselt, sodass es doch ein bisschen länger auf der Wunschliste war, was gefühlt ja auch nicht immer ein gutes Zeichen ist. Aber es hat mich doch sehr angesprochen, ist auch immer wieder auf der Wunschliste geblieben, obwohl ich ja meine Wunschliste so 3-4 Mal im Jahr wirklich aussortiere, gerade mit den älteren Büchern. Jetzt Neuerscheinungen, da sortiere ich in der Regel nicht so viel aus, aber ja, das Cover finde ich wunderschön, ist aber wie gesagt noch nicht gelesen. Werde ich mir für 2020 auf jeden Fall vornehmen. Es ist ja jetzt auch gar nicht so dick und mich da mal überraschen lassen, was diese Dystopie dann am Ende so ein bisschen auch kann. Und manchmal muss man geschenkten Büchern, wenn sie von der Wunschliste sind, natürlich auch eine Chance geben. Dann habe ich zu Weihnachten bekommen Homo Deus von Yuval Noah. Das war, glaube ich, mein zweites Buch. Des Autoren habe ich auch dieses Jahr gelesen, ist glaube ich mittlerweile bei der vierten Freundin ausgeliehen, also ein Buch, was im Freundeskreis auch wunderbar umhergeht, habe ich tatsächlich von meinem Chef geschenkt bekommen, der uns mit Büchern eine Freude machen wollte und bei mir auch absolut ins Schwarze getroffen hat. Es ist theoretisch natürlich ein Sachbuch und wir werfen einen Blick zurück und auch nach vorn, was eben den Menschen angeht, wo wir herkommen, wie wir sind, wo wir hingehen. Und das natürlich schon sehr sachlich, sehr wissenschaftlich und es ist nicht ganz einfach gewesen zu lesen. Ich glaube, ich habe an dem Buch tatsächlich auch so um die 2 Wochen dran gesessen, weil man hat nicht immer Lust, das muss man ganz klar sagen, das Buch dann im Grunde auch wegzulesen, wobei es ist ja hier von Harari. Wie kam ich jetzt? Ach so, ich habe den Nachnamen gerade vergessen. Yuval Noah Harari, weil ich gerade dachte, es war doch noch ein Name dran. Aber dennoch ein sehr gelungenes Buch. Ein Laden voller Hügelklick von Rosie Blake habe ich gelesen. Hat sich nicht bei mir so richtig eingebrannt. Ich meine, diese Begrifflichkeit von Hügge, was ja aus Dänemark, wenn es nicht Norwegen oder gar Schweden, irgendwoher kommt. Ja, dieser Hügge-Begriff, der ja für Gemütlichkeit steht, für Langsamkeit, für Entspannung, für Achtsamkeit und es da ja schon verschiedene Sachbücher auch dazu gibt und das war im Grunde halt ein Buch, was diesen Laden mit dem Hügge-Glück so ein bisschen aufnimmt und es war okay, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr so richtig dran erinnern, wenn ich tatsächlich ganz ehrlich bin. Aber es ist auf jeden Fall gelesen und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal noch was anderes von Rosie Blake, weil mir der Autorenname so bekannt vorkommt, aber gut. Ja, ebenfalls geschenkt bekommen habe ich von Jade Harmeister My Polar Dream. Das habe ich geschenkt bekommen von einer ganz lieben Freundin. Habe es tatsächlich, zu meiner Schande gestehend, noch nicht gelesen. Ich bin gerade total verwundert, warum nicht. Ich glaube, weil irgendwie muss man natürlich Polar Dream irgendwie lesen, wenn es kalt ist. Und irgendwie scheint es dann im Januar, Februar nicht kalt genug gewesen zu sein. Ich weiß es nicht.
werde ich jetzt auf jeden Fall mal auf meine Leseliste für Januar, Februar etwas weiter höher legen, weil das ist ein junges Mädel, das entweder war es der Nord- oder der Südpol, also irgendeiner der Pole, was sie da ganz alleine bereist hat, also nicht ganz alleine, aber eben als junges Mädel bereist hat. Und das ist eine sehr faszinierende Geschichte, wie ich finde. Und das ist eben auch ein Tatsachenbericht, wenn man so möchte, ein wirklicher Reisebericht. Und umso neugieriger bin ich. Aber noch nicht gelesen. Und tatsächlich gerade ein bisschen verwundert, warum noch nicht? Also, ja, gut. Aber das nächste Buch, Der Atem einer anderen Welt von Shannon Maguire, habe ich gelesen. Die E-Books gab es sogar ein bisschen früher als dann das echte Buch. Hier ist es ja so, dass 3 Kurzgeschichten aus dem Englischen ins Deutsche in ein Buch gepackt wurden. Und wir haben hier im Grunde eine Art Internat, eine Art Schule, wo eben Figuren, die wir kennen aus Märchen und Geschichten, sich wiederfinden. Die zum Beispiel im Wunderland waren, die im Grunde auch bei Vampiren waren und Werwölfen und die eben in anderen Welten waren und nicht mehr damit zurechtkommen, dass sie dann wieder in ihre eigentliche Welt, was auch unsere Welt ist, zurückkommen. Und dort treffen sich im Grunde diese jugendlichen Charaktere und da erleben wir so ein bisschen was dazu. War eine ganz, ganz tolle dreiteilige Reihe, wenn man so möchte. Ich glaube, es gibt mittlerweile im Englischen auch Band 4 und 5. Ich weiß noch gar nicht, wann da im Deutschen, wann es dann da im Grunde weitergeht. Und das waren jetzt von 9 Büchern, ich rutsche mal ein bisschen rum, von 9 Büchern tatsächlich 2, die noch nicht gelesen sind. Also eigentlich gar kein so ganz guter Schnitt, aber 2 von 9 ist ja absolut in Ordnung. Und die 2, die noch nicht gelesen sind, packe ich jetzt ganz weit nach oben auf meine Leseliste. Und werde sie, denke ich, dann auch 2020 auf jeden Fall lesen. Gerade My Polar Dream, das klingt auf jeden Fall mega spannend und muss einfach gelesen werden. Und das war jetzt schon der letzte Rückblick sozusagen auf die Neuzugänge aus dem Vorjahr in diesem Jahr. Ist echt verrückt, dass es tatsächlich schon Dezember 2019 ist. Ja, die Zeit verrennt. Aber gut, wem erzähle ich das wahrscheinlich? Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit meinem Rückblick. Vielleicht kennt ihr ja eins der noch nicht gelesenen Bücher oder auch der gelesenen Bücher. Dann schreibt mir das natürlich gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.